So, nachdem mir so viele von euch im Forum geholfen haben, mit meinem Rockrädelvorhaben weiter voranzukommen, habe ich mir gedacht, ich dokumentiere das Ganze mal ein bisschen auf einem kleinen Video. Und wie immer, gerne eure Kommentare, Anregungen dann auch nutzen möchte. Also, ich habe gedacht, ich mache mal zwei kleine Videos. Zum ersten eins, wo ich theoretisch ein bisschen erkläre, wie das dann auf meiner Anlage abläuft. Und für alle die, die ja Rockrill kennen, dürfte das keine Schwierigkeit sein, dem zu folgen. Also, das ist zunächst erstmal das Gleisbild für die Hauptanlage. Und dazu gibt es dann noch den Schattenbahnhof. So, den Hauptteil, den werde ich jetzt mal sozusagen ablaufen mit der Kamera, so dass man auch später die Automatik ein bisschen versteht. Es ist im Moment nur das äußere Gleis auf der Hauptanlage mit Blöcken versehen und kann somit automatisch gesteuert werden. Der innere Teil, das ist dann das nächste Vorhaben. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ich da soweit bin. Also, schon mal vom Rockrail-Bild weg. Ziehen wir mal hoch in die Totale. Hier haben wir den rechten Teil der Anlage. Dann einen großen Berg. Der ist noch unfertig. Das musste jetzt alles zurückgestellt werden durch die Automatiksteuerung. Die Gleise fertig verlegen kann man ja erst, wenn alle Blöcke eingebaut sind, alle Kabel gezogen sind, alle Rückmelder installiert sind. Das wird alles noch eine ganze Weile brauchen. So, jetzt sind wir hier im linken Teil der Anlage. Da sieht man eine kleine Auffahrt. Die soll mal hier dann so in einem großen, über eine große Brücke in den linken Teil der Anlage führen. Sozusagen ein bisschen ein Güterbahnhofsbereich mit einer Wende. Kommen wir dann wieder zurück zum Hauptteil. Und da beginne ich jetzt mal mit dem Abschreiten der Blöcke. Als erstes haben wir hier einen Block, der von dem Schattenbahnhof nach oben führt. Das ist sozusagen nur ein Durchfahrtsblock. Auf dem Auffahrtsgleis vom Schattenbahnhof geht es dann weiter, bis kurz vor dem Einbiegen auf den Hauptteil. Dort habe ich den zweiten Block definiert. Von diesem zweiten Block gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, jeweils durch den Berg, entweder außen herum zum angedachten Bahnhof in das Außengleis, sozusagen für Fernzüge oder Güterzüge, die an dem Bahnhof vorbeifahren, oder dann im Berg abzweigend durch das Tunnelportal auf die Bahnhofsgleise. Also befinden sich hier auch zwei Blocks, einmal im Außengleis und einmal im Innengleis. Das Innengleis hat dann auch ein Hauptsignal. Von diesen beiden Blöcken geht es dann weiter, wieder in den linken Teil der Anlage, schön Kurve rum. Beide Fahrstraßen führen dann die eine über die Kreuzung wieder nach außen und die andere von außen kommend hier in einen Block, der sozusagen nur als Durchfahrtsblock dient, damit die beiden Bahnhofsblöcke freigeschaltet werden können. Und dort geht es einmal um die Wände in einen Halteblock, auch wieder mit Signal. Auch von hier aus gibt es dann wieder zwei Alternativen. Entweder der Verbleib auf dem Hauptteil, also immer Außengleis, wie gesagt, das Innengleis ist noch nicht automatisiert, bis hier hinter die Stadt, dort ist dann der nächste Block. Oder man schwenkt zurück von diesem Halteblock dann wieder in den Schattenbahnhof. Das hintere Gleis
ja, das vordere Gleis nach unten. Hier befindet sich dann der nächste Block, der einfach dazu dient, um den Hauptteil auch wieder frei zu machen. Dann geht es hinter der Anlage weiter nach unten und hier geht es einmal schön unter die Platte. Dort haben wir den entsprechenden Gleiswendel, der die Züge dann hier wieder in den Schattenbahnhof lässt. So, der andere Teil des Schattenbahnhofs, kann man sehen, ist hier auch schon belegt mit insgesamt 5 Zügen. Diese Züge werden jetzt im zweiten Teil der kleinen Demonstration Automatiksteuerung mit Rockrail dann über die Anlage hoch, über den hinteren Gleiswendel fahren, sich auf der Anlage schön verteilen und auch wieder in den Gleis, über den Gleiswendel in den Schattenbahnhof hinabfahren. Also, das war erstmal Theorie und jetzt im zweiten Teil gibt es dann eine praktische Vorführung.